Leute, wir werden jetzt auf Spielen drücken. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja Leute, heute reden wir mal nochmal über das Dino-Update, was in der Zukunft kommen wird. Weil Adopt Me hat nochmal neue Informationen rausgehauen. Und wir theorieren auch, wie teuer denn das Fossil-Egg sein wird, was rauskommen wird. Und Leute, wir müssen schnell ein Pet equippen, damit das Pet gleich noch schlafen muss, weil wir müssen gerade zelten gehen. Das müssen jetzt leider nur wir und nicht das Pet, aber naja, jetzt müssen beide schlafen. Dann holen wir uns auch einfach mal meinen Neon Frost Dragon. Gehen wir dann mal zum Zelten, Leute. Und ja, wie teuer wird das Fossil-Egg sein? Was denke ich? Was sind noch weitere Update-News? Und warum braucht das Update so lange? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Und Leute, wenn das Update rauskommt, werde ich euch das Update natürlich zeigen, komplett durchspielen, jedes Pet bekommen und zusammen mit Rox 100 Fossil-Eggs öffnen, Leute. 100 Stück. Und um das nicht zu verpassen, abonnier doch gerne den Kanal und aktivier die Glocke. Das dauert 5 Sekunden und dann bist du immer up to date. Mach das doch gerade mal. Ich lasse dir kurz diese 5 Sekunden Zeit, während wir schlafen. Und wenn du schon dabei bist, kannst du natürlich dem Video auch einen Daumen nach oben geben. Wenn du gehypt auf das neue Update bist, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn dir diese Informationen hier gefallen, einfach ein Like geben. Und Leute, wir verlosen diese Folge eine Fly Potion. Ja, Leute, ich habe einfach noch über 30.000 Robux. Für die Leute, die sich fragen, hä, warum hast du denn jede Folge immer 30.000 Robux? Ich kaufe immer und dann lade ich sie mir immer wieder auf 30.000 Robux auf, weil ich mag das gerne, immer eine volle Anzahl an Robux zu haben, und 30.000 klingt cool und deshalb habe ich jetzt 30.000 Robux. Ich lade mir die immer mit meiner Roblox-Gruppe auf. Apropos Roblox-Gruppe, da könnt ihr auch gerne beitreten. Link in der Beschreibung oder einfach nach Jojo Army. So, da sind über 20.000 Leute drin. Da könnt ihr unter anderem auch hier diesen Merch kaufen. Und noch in anderen Designs, auch für Mädchen, für Jungs, nur für 10 Robux, Leute. Ja, könnt ihr gerne kostenlos beitreten, meinem Discord-Server auch. Und ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen, dort heiße ich JojoCraftHP YouTube. So, jetzt reden wir aber mal richtig über das Update. Wer hat Hunger, Leute? Ich hab Hunger. Das heißt, wir essen jetzt hier ein Sandwich und, während das hier verspeisen, Leute. Während wir das hier verspeisen. Ich habe schon 2 Videos über das Update gemacht. Und zwar einmal, wann das Update rauskommen soll ungefähr. Und was im Fossil-Egg möglicherweise drin ist. Und jetzt kamen neue Informationen. Das, was ich euch da vorgestellt habe, war nicht zu 100% bestätigt. Außer der Dodo und der T-Rex. Aber was kamen jetzt für neue Informationen raus, Leute? Dafür gehen wir jetzt erstmal hier auf unseren Neon Shadow Dragon. Und wobei, Leute, wir bleiben beim Frost Dragon, weil der ist noch nicht ausgewachsen. Und den will ich noch ausgewachsen machen, auf jeden Fall. Dazu kommt auch noch ein Video, was Leute für den Trade, Leute. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und was hat Adopt Me nun gesagt? Also Adopt Me hat gesagt, dass wir noch am Update arbeiten, weil dieses Egg, das Fossil-Egg, wird nicht nur Dinosaurier beinhalten, sondern alles, was mit dem Thema zu tun hat, meinten die. Und dieses Egg, Leute, dieses Egg wird richtig groß sein. Das heißt, in diesem Egg werden auf jeden Fall viel mehr Pets drin sein als im Aussie-Egg. Ich hoffe mal so 2 bis 3 Legendaries oder sagenhafte Pets, sag ich mal. Auf jeden Fall wird eins da drin sein und das ist der T-Rex, Leute. Und ich bin echt richtig, richtig gespannt, wie viele Pets da drin sein werden. Es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass da mehr Pets drin sein werden als normalerweise. Es kommen auch nicht nur Dinosaurier rein, sondern alles, was damit zu tun hat. Sowas wie ein Dodo. Ein Dodo ist ja auch meiner Meinung nach kein Dinosaurier. Es ist einfach so ein Urzeitvogel, sag ich mal. Und ja, jetzt gehen wir zusammen mal duschen. Und also ich mein Frost Dragon, hier mein Neon Frost Dragon. Und ich bin krank und mein Dragon ist auch krank. Nice, da können wir uns gleich einen goldenen Apfel holen gehen. Um was geht es aber noch, Leute? Was ist noch das Problem von Adopt Me? Und zwar hat Adopt Me auch gesagt, dass sie langsam keine Ideen mehr haben, was für Pets die in das Spiel hinzufügen wollen. Das heißt, sie haben gesagt, dass sie langsam neue Spezies erforschen müssen, um Adopt Me neue Pets zu bescheren. Ja, also das heißt, es werden irgendwann neue Spezies kommen, sowas wie, ich meine, so Dragons oder so, die gibt es ja auch nicht in der Welt. Vielleicht kommen ja irgendwann, weiß nicht, ich meine, es gibt auch schon Unicorns, vielleicht kommen irgendwann sowas wie Feen oder sowas rein. Das könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen. Oder was gibt's noch für Spezies? Leute, Zwerge oder vielleicht auch noch mal ein paar mehr Drachen. Schreibt mal Ideen in die Kommentare. Außerdem, was ich zur Fly Potion eben nicht gesagt habe, weil ich habe nicht gesagt, wie man die gewinnt, Leute. Um die Fly... Schon wieder falscher Knopf. Oh mein Gott. Um die Fly Potion zu gewinnen, schreibt einfach einen netten Kommentar mit deinem Dreampad, like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Ja, und natürlich deinen Roblox-Namen. Natürlich in den Kommentaren, wie gesagt, Roblox-Name plus Dreampad. So, jetzt gehen wir aber zum Spielplatz, Leute. Und danach kläre ich auch mal, wie teuer könnte denn ungefähr das neue Fossil-Egg sein. Übrigens, falls ihr die letzten Videos noch nicht gesehen habt vom Fossil-Egg, könnt ihr gerne mal abchecken. Ist in der Beschreibung verlinkt.
Und noch mehr Adopt-Me-Videos von mir sind auch in der Beschreibung verlinkt. Und könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Da zeige ich euch mal ein paar Pets, die ins Update reinkommen können. Und wann das Update rauskommt. Im Groben und Ganzen denke ich auf jeden Fall, dass es im September rauskommt. Also jetzt so die nächsten paar Wochen. Also ich denke mal so nächste Woche oder vielleicht übernächste Woche, wenn wir Glück haben, nächste Woche oder vielleicht sogar diese Woche. Das wäre echt richtig krass, wenn das diese Woche schon rauskommt. Aber ich denke mal eher nicht. Ich denke mal eher so nächstes Wochenende könnte ein gutes Datum sein, um das Update zu releasen, Leute, mit dem Fossil-Egg und dem Dino-Egg. Auf jeden Fall werden die Trades auch nochmal besser machen und neue Musik hinzufügen. Das war jetzt so die Kurzfassung der letzten Videos, beziehungsweise des letzten Videos, das vorletzte, da zeige ich euch ein paar Pads. Und ja, wie teuer könnte denn wohl das Fossil-Egg jetzt sein? Dafür habe ich mal ein bisschen recherchiert und dafür habe ich auch ein bisschen Adopt-Me gespielt. So, gehen wir aber jetzt erstmal zur Nursery, weil da können wir halt sehen, wie teuer gerade das Aussie-Egg ist. Und wie was für Seltenheiten wird das Pad auch haben, beziehungsweise das Egg. Das kann ich euch natürlich nicht zu 100% bestätigen, was ich euch jetzt sage, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es so sein wird. Und Leute, mein Frost Dragon hat Durst. Das heißt, er kann sich direkt erstmal eine Limonade snacken. Hier, die kannst du trinken. Wo ist sie hin, Leute? Ah, er hat sie schon in seinem Mund. Okay, dann trink sie aus und ja, hier guten Appetit. So, Leute, wir haben auf jeden Fall hier das Royal Egg. Das kostet 1450. Das hat eine sagenhafte Wahrscheinlichkeit von 8%. Dann haben wir das Cracked Egg. Das hat eine von 1,5%, kostet aber auch nur 350. Und dann haben wir noch das normale Egg. Das hat eine von 3%. Das ist genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie vom Aussie Egg, nur dass das Aussie Egg halt limitiert ist. Hier, next, Leute, da könnt ihr schon dick Fossil Egg hinschreiben. Und was danach kommt, keine Ahnung. Aber, Leute, wie teuer wird denn jetzt wohl das Fossil Egg sein? Also, das Aussie Egg kostet 750 und die Wahrscheinlichkeit ist 3% auf ein sagenhaftes und 15% auf ein ultra seltenes. Ihr seht ja hier die Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert. Dafür bin ich einfach auf die Adopt-Me-Wiki-Seite gegangen. Und hier wird alles schön gelistet. Dann bin ich hier auf Adopt-Me und dann einfach auf Eggs. Und jetzt könnt ihr hier alle Eggs sehen, die es in diesem Spiel schon mal gab und gibt. Und hier ist auch da schon das Fossil-Egg abgebildet hier. Und da, wie gesagt, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, was da auch drin sein könnte. Da gibt es natürlich jetzt noch keine Werte. Aber die kommen noch. So, Leute, aber welche Eggs gab es schon? Es gab das Safari-Egg. Das war das erste quasi special-limitierte Egg. Dann das Jungle-Egg, dann das Farm-Egg. Und jetzt gibt es das Aussie-Egg. Und das Aussie-Egg gibt es schon ziemlich lange. Schon seit dem 29. Februar. Das ist schon fast ein halbes Jahr oder sogar schon ein halbes Jahr. Also das ist schon wirklich lang. Es ist ein halbes Jahr, Leute. Damals das Safari-Egg war das erste, meiner Meinung nach, also das erste Egg, was ins Spiel kam, war das Blue-Egg. Und Leute, das kam am 31. August. Es könnte also sein, dass... Nee, wobei, Leute, August ist schon... Leute, wir haben jetzt ein Jahr später und das neue Egg ist immer noch nicht da. Hier, das sah so in der Gamma-Maschine aus. Das sah ziemlich nice aus. Ja, wie gesagt, hier sind die ganzen Pets und die Giraffe war halt legendär. Zu 3% haben wir ihn bekommen und das Egg hat 750 Bucks gekostet. Das nächste Egg hat auch 750 Bucks gekostet und legendäre Wahrscheinlichkeit ist immer gleich geblieben, Leute. Es ist immer gleich geblieben. Hier auch 750 und das Aussie-Egg auch 750. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Fossil-Egg auch 750 Cash kosten wird. Wie gesagt, es ist nicht zu 100% bestätigt, aber ich gehe davon aus und ich denke auch, dass die Legendary-Wahrscheinlichkeit auch 3% bleibt und hier alles hier gleich bleibt, weil das hat sich bis jetzt auch nicht verändert. Wobei, ich mir ziemlich sicher bin, dass das Egg mehrere Legendaries enthalten wird, also mehrere sagenhafte Pets. Ich denke mal auf jeden Fall mehr als zwei. Wenn wir wirklich Pech haben, dann wirklich nur eins und zwar den T-Rex, aber ich hoffe mal mehr, weil Leute, das Safari-Egg hatte ein Legendary, hier die Giraffe, aber zum Beispiel das Jungle-Egg. Das Jungle-Egg hatte auch nur ein Legendary, aber hier, Leute, das Farm-Egg zum Beispiel, Leute, das Farm-Egg, es hatte nämlich zwei Legendaries. Einmal die Crow und einmal die Owl, die kennt ihr ja alle schon. Und ja, das Aussie-Egg hat auch zwei Legendaries, die kennt ihr auch, das Känguru und die Turtle. Und deshalb denke ich mal, auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar drei, für 750 und die Wahrscheinlichkeit ist 3%. Wie gesagt, ich zusammen mit Rawox werden davon 100 Eggs öffnen in einer Folge. Die kommt dann natürlich dann, wenn das Update rauskommt, irgendwann die Tage dann. Und das heißt, falls du das nicht verpassen willst, auf jeden Fall abonnieren. Falls du generell keine Informationen verpassen willst, weil ich halt auch immer auf den aktuellsten Stand, einfach abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wie gesagt, dem Video einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr unterstützen und schreibt mir in die Kommentare rein, was haltet ihr von dem Update. Ja, wie gesagt, Leute, was ist... Achso, der Frost Dragon ist. Ich wollte eigentlich selber essen, aber okay, dann isst du halt. Ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Ich finde, die können ruhig das Update schon mal raushauen. Ich denke mal so, dieses Wochenende, nächstes Wochenende, bis übernächstes Wochenende, auf jeden Fall noch September. Wenn es im Oktober kommt, denke ich echt nicht, dass es noch im Oktober kommt, weil, Leute, ihr müsst überlegen, bald ist Halloween und an Halloween kommt ja das Halloween-Event. Und also ich hoffe mal, dass es kommt. Und vielleicht kann man da wieder den Shadow Dragon bekommen und den Bad Dragon, hier den Shadow Dragon und den Bad Dragon. Ich hoffe es natürlich nicht, weil natürlich werden dann die Pets nicht mehr so selten, wie sie jetzt sind. Und das wäre echt ziemlich blöd. Deshalb hoffe ich, dass einfach neue Ex, beziehungsweise Pets da reinkommen. Fürs
geiles Event, hoffe ich natürlich. Und ich denke mal, die meisten von euch auch. Wobei es natürlich cool wäre für die Leute, die das nicht haben, die Pets dann zu bekommen. Aber die, ich meine, dann wären die nicht mehr so selten und nicht mehr so krass. Und dann wäre es ja auch wieder blöd. Ja, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was ich euch sagen wollte. Ich denke, das Eck kostet 750. Die werden auf jeden Fall mehrere Pets da reinmachen. Viel mehr als normal. Und das Eck kommt so in 1 bis 2 bis 3 Wochen. Und es werden auch nicht nur Dinosaurier reinkommen. Zum Beispiel der Dodo, den kennen wir schon. Oder den T-Rex. Wie gesagt, dazu habe ich auch schon einzelne Videos gemacht. Dann legen wir uns jetzt hier noch schlafen. Und dann schlafen wir jetzt hier mal eine Runde. Ich habe ja auch schon ein paar Aussie-Ex auf Vorrat gekauft, damit, falls sie verschwinden, damit ich noch ein paar übrig habe. Leute, dann schlafen wir jetzt hier. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, teilt das Video doch einfach gerne mal mit deinen Freunden. Dann würde ich sagen, haut ihr rein und ciao, Leute.